Hallo und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Yay. So, wir haben einiges zu tun. Unser kleiner Gärtner hier, das ist der Gärtner, Farmer, Entschuldigung, braucht wieder Kalensuppe bald und dafür braucht man dieses Harz, glaube ich. Lass mich schnell mal gucken, bevor ich irgendwas Blödsinniges erzähle. Nein, der braucht nur Stimulanzien. Ah, das ist gut. Weil wir brauchen noch Saat, hier dieses Harz für irgendwas. Wofür war das nochmal? Du brauchst das? Nee, du brauchst nur Bier. Nichtsdestotrotz, wir brauchen es trotzdem. So, wir werden erstmal eine Harz-Sammelstelle errichten. Wir brauchen eine Plattform. Nein, Plattform. Tree. Ja, den brauchen wir auch. Machen wir gleich dreimal. So, gibt es von S Plus überhaupt so eine Plattform? Oder müssen wir das normal machen? Platt. Nein, platt. Da, dieses hier. Baumplattform. Klippenplattform. Aus Metall? Boah, so viel Zement haben wir gar nicht. Brauchen wir auch gar nicht. Wir machen den aus Holz. Wir brauchen trotzdem 600 Zement. Aber wir haben's. Sehr gut. Eine Plattform. Wiegt nur 90. Wir sind tonnenschwer. Sehr gut. Wir haben unseren Feuer. Ah, wir brauchen auch noch einen Teleporter, damit wir nicht andauernd fliegen müssen bis zu unseren Ort, sondern gleich hin teleportieren können. Sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir richten das Ding erstmal ein. Ich weiß, dass in der Nähe von unseren alten Silica-Perlenstelle dieser Redwood ist. Und da werden wir gleich direkt hinreisen. Silica-Perlen. Eigentlich schnurzpipigal, wo das ist. Da sind ein paar schön hohe Bäume da vorne. Wir nehmen den erstbesten. Vielleicht bauen wir auch da drauf. Mal schauen. Hallo, hübscher Baum. Wir müssen ein paar Änderungen an dir vornehmen. So. Punkt 1. Bam. Weiter Punkt. Da. So, haben wir das Problem schon mal beseitigt. Noch nichts drin. Ach, das dauert aber auch. So. Harz. Upp. Fertig. So, Problem 1 beseitigt. Unsere neue Silika-Perlenstelle ist ja unten in unserem versteckten See. Komm, wir fliegen einmal kurz rum, ob wir ein paar gute Eier finden von den Deino. Keine Ahnung, ich vergesse den Namen von diesen Viechern. Die sind so doof, so auszusprechen. Einen kurzen Rundflug machen. Hier sind nur Raptoren. Ich weiß, dass ihr oben seid. Schnell eben auf die Karte. Ach, hier war. Ist das ein. Oh, hier war doch der Einhorn. Hier war ein Einhorn in der Nähe. Oh, wo war der? Den habe ich vor Ewigkeiten mal hier gefunden. War der da oben oder hier? Wir machen unseren Spezial Spyglass an. Vielleicht wurde er ja schon aufgefressen. Einhorn? Nein, alles Ekus. Gut. Haben wir halt Pech gehabt. Sind sowieso nicht zu gebrauchen. Ist du ein Einhorn? Nein. Du? Auch nicht. Du bist blau. Du war leider Scheiß Level.
Jemand den Einhorn gesehen? Du vielleicht? Du vielleicht? Wir müssen 140er. Hier sind ganz schön viele Raptoren. Ich glaube, der wurde aufgefressen. Oh, wie schade. Nichts. Gar nichts. Aber ein Nest. Was drin? Sieht relativ leer aus. Nichts nachgespawnt. Hier hinten vielleicht? Hallo? Ah, da ist ein Nest. Entschuldigung. Ganz schön stark, musst du sogar zweimal zubeißen. Oh, da ist auch noch eins. Was für ein Level hast du? Nur Schrott. Und du? Auch Schrott. Noch schlechter sogar. Allosaurus. Cooles Vieh, glaube ich. Habe ich echt noch nicht oft gezähmt. Einmal, glaube ich, nur. Boah, und du siehst... Ah, da fehlt eins davor. Das wäre natürlich mega gewesen. Tech-Rex 18. Also niedriger geht's wohl kaum. Boah, Tech-Rex immer zähmen. Ich habe meine Zeit lang nur Tech-Rex gefarmt und da habe ich Wochen nachgesucht, um 100, 250er zu kriegen. Und die waren noch nicht mal ultra berauschend von den Stats her. Liegen noch hier eine kleine Runde. Hier sind zwei Nester. Da ist auch was drin. Auch was drin. Ey. Muss doch nicht so sein, dass ihr so niedrig levelig seid. Was bist du für ein Level? Da waren 150er, den ich gerade platt gemacht habe. Vielleicht haben wir ja Glück. Zum 150er, bitte sag ja. 100. Schon besser. Da ist auch noch ein Nest. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. So. Grund eigentlich, warum ich die Dinger suche, ist, weil ich gleich auf eine kleine Expedition mit euch gehe. So einen schönen Ort, den ich entdeckt habe bei meinen Rundflügen. Und ich dachte, ich nehme mal die netten kleinen Viechers mit. Oder einen auf jeden Fall. Ich glaube, mehrere wird anstrengend. Aber lasst euch überraschen. Es steht wahrscheinlich im Titel drin, wo wir hingehen. Deswegen wird das keine große Überraschung. Ich blute. Das fühlt sich immer an, als hätte ich gebissen. Klingt echt komisch. Na gut. Wir sehen uns gleich bei der Überraschung. Nicht Überraschung. Bis gleich. So. Unsere Truppe ist dabei. Wir haben einen Eingang zur Aberration Zone gefunden. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, es ist hell jetzt genug für euch. Bei mir ist es mega hell. Ich weiß, dass YouTube das schön runterskaliert. Hier haben wir schon mal ein paar Pilze, die wir noch gar nicht haben. Nehmen wir gleich mal ein paar mit. Ich will mir so ein Lampentier besorgen, falls es die hier unten gibt. Ich war persönlich nur beim Eingang schnell und dachte, ich warte auf euch und mache das mit euch zusammen. Ein paar Pilze sind hier nicht verkehrt. So, alle Mann vor. Rücken. Oh, da kommt einer hergeflogen.
Sieht schon richtig cool aus. Leuchtende Kristalle. Oder sonst wüsste ich nicht, was hier leuchtet. Da mein Einhorn? Nein. Aberrant Equus. Okay. Wir sehen schon mal ein paar Revenger. Ey, das wäre auch nicht schlecht zu sehen. Lystro. Ah, hi. Level 6. Ist was K.O.? Lass mich in Ruhe. Ups. Ein Rollratte. Level 100 Revenger. Verursachen ja auch Blut, stimmt, aber komplett verdrängt. Ach, ich habe vergessen zu zeigen, wo der Eingang ist. Zeige ich dann, sobald es wieder möglich ist. Du stehst auf. Kommt die jetzt? Das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich keine Truppe mitnehmen wollte. So, mitkommen hier, Dumpfbacken. Wir wollen ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Da sind ein paar Raptoren. Level 20. Du? 55. 1, 2 und einer, der angeflogen kommt. 55. Gibt's keine High-Level hier? Sterbt. Vielleicht finden wir auch gute Ressourcen hier unten. Das wäre auch ziemlich geil. Warte mal, ihr seid doch auch passiv, oder? Machen wir ein bisschen dunkler. Ah, so ist besser. Stirb! Bin immer lustig aus, wenn die unterm Boden gehen. Bist du denn? Ah, hier sind ein paar Bulb Dogs. Du bist ein Schaf. Hier gibt es keine High-Level hier. Hm. Danke. Bist du jetzt böse? Das doch. Die Grünen nehmen wir doch glatt auch mit. Doch, nehmen wir nicht mit, okay. So, weiter geht's. In die Tiefe. Heute ist auf jeden Fall auf dem Plan ein Bulb Dog. 20. Wir sind eins davon. Ich blute schon wieder. Eins, zwei, drei, alle dabei. Warum läufst du weg? Weiter in die Tiefe. Du gut, du gut. Beide schlecht.
dafür nehme ich euch dann sonst mit. Wir brauchen einen Leuchthund. Dodos gibt es hier natürlich wie Sand am Meer. Hier ist ein 95er, das ist sogar der beste, den wir bisher gefunden haben. Da geht es wieder nach oben, wir wollen aber tiefer rein. Immer tiefer. Alle da? Jo. Hier sieht es ziemlich leer aus. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Hier ist ja gar nichts. Hallo? Hallo, Echo? Lass uns erstmal gucken, was oben ist, bevor wir da... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da oben gibt es einen grünen Drop. Kommt ihr? Hier geht es eigentlich nur nach unten. Oh. Da unten wird es interessant. Spielhaus und dergleichen. Nee, nee, nee. Gut. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Und werde gucken, ob ich irgendwas finde. Bis gleich. So. Wir machen jetzt einen Riesenkampf. Ich habe nichts Besseres gefunden oder keinen besseren Weg. Wir gehen jetzt weiter nach unten. Wir gehen im Kampf. Kinderspiel. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber... völlig unbegründet. Hier unten scheint es aber auch. Boah, hier werden wir an jeder Ecke hinbleiben mit den Tierchen. Das ist aber echt blöd. Die besten Schwimmer sind ja auch nicht gerade. Schlangen. Alle da? Jo. Um die immer zu zählen, zähle ich die wedelnden Schwänze. Ja, guck, das kann man komplett vergessen. Ich werde die nach Hause schicken. Gehe mal volles Risiko ein. Hier selber raus. So, weg sind sie. So. Gehen wir mal ein bisschen auf Forschungsweise. Das war jetzt dumm. Im 80er. Im 50er. Da ist was, was ich gar nicht sehen möchte. Die sind nämlich richtig doof, besonders im Wasser. Die betäuben einen nämlich. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Lauf weiter. Ja, nee. Hä? Rot? Aha. Die brauchen wir. Gasbälle. Brauchen wir eine Gasballproduktionsanlage hier. Ich würde sagen... ja. Wir beamen uns zurück und machen uns eine Gasballprodukt. Obwohl, wir können erstmal gucken, ob wir überhaupt die Rohstoffe dafür haben. Gas. Gassammler. Rote Edelstein 20. Ich hatte, glaube ich, welche eingesammelt. Tech. Habe ich die? Ich habe die gar nicht mehr. Ich habe die auf den anderen Büchern drauf. Verdammt. Gut, stille Merken wiederkommen. Wird bestimmt noch einige geben, aber das können wir ja schon mal. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine schöne Stelle.
Noch mal kurz gucken auf die Karte. Wir sind ziemlich weit oben. Alles klar. Mal sehen, was wir noch so sehen. So, ich scheine irgendwie im Kreis zu laufen. Also ich suche eigentlich einen weiteren Aus- oder Eingang. Und ich vermute immer, dass es nach oben raus soll, weil wir sind ja in Aberration tief unten. Nur jedes Mal, wenn ich da hochkomme, muss ich irgendwo irgendwie wieder runter. Wie ihr seht, bin ich schon wieder oder immer noch hier oben. Schon eine ganze Runde gelaufen. Ich habe mir sogar einen 140er Bulb Dog jetzt geholt und den 90 oder 95er nach Hause gebracht. Ich bin die anderen unterwegs, damit mal wieder was Neues spawnt. Ich muss sagen, wir können hier auf jeden Fall noch mit oder einen anderen Tag mal hier durchlaufen. Aber erstmal haben wir schon einigermaßen viel gefunden, nur die rote Area noch nicht. Ich wollte euch mal zeigen, wo der Eingang ist, den ich gefunden habe. Beamen uns gerade hin. Ich habe da einen schönen Teleporter angelegt, bevor wir reingegangen sind. Und auf der Karte ist der hier. 37, 57, ein halb jeweils. Und es ist so seitlich hier in dem Gebäude drin. Oder in dem Gebäude, sag ich schon. In der Mauer drin. Höhle, Mauer. Kaum zu übersehen. Du siehst ziemlich cool aus. Einfach hier so seitlich rein und wupp, Seite drin. Gut, erstmal nach Hause teleportieren. Peace. Gucken wir uns erstmal an, was für Bulb Dogs wir haben. Wir haben ja drei verschiedene. Bring die Bulb Dogs erstmal rein. Du folgst mir nicht, also gut. Wir können erstmal seine Ladung, maximale Ladung erhöhen. Da ist Nummer 2. Nummer 3 müsste eigentlich auch hier sein irgendwo. Habt ihr den Bulb Dog gefressen? Wo ist er hin? Scanner aktivieren. Da bist du ja. Cool. So. Leuchtradius 370. 340. 370. Ja, du bist in allem der Beste. Nur wir müssen die miteinander verpaaren. So. Ach, haben wir Glück. Du kommst hier hin. Klatsch an die Wand. Du auch an die Wand. Ach, wir brauchen zum Streicheln, zum Umschalten. Erkennung gegnerisch. Ah, cool. Habe ich ja komplett vergessen, dass man alle möglichen Sachen noch einstellen kann. Nee, sterilisieren nicht. Verhalten war das. Paarung aktivieren. Verhalten, Paarung aktivieren. Ich habe komplett vergessen, ob da ein Ei rauskommt oder nicht. Bart. Ach, ist jetzt schwanger. Eine Minute lang. Oh, wir brauchen Beeren. Oder Pilze? Ich habe keine Ahnung. Womit füttert man die Viecher denn? Pilze? Ich gebe der Nanny alles. Das hörte sich gerade komisch an. T. Du auch rein? Ne, willst nicht rein. Du. Du vielleicht, du. Du. Also keine Eier. Mal gut zu wissen. Kann ich die auf mir nehmen?
Komm, ist nach raus mit dir. Ganz nervös. Ups, er ist raus. Nein. Oh, guck mal. Komm. Der sieht ja geil aus, ey. Hallo. Was hast du überhaupt für Stats? Auch 800, ja, der hat die mit die besten übernommen. 199, ja gut. Prägung kriegt er auch noch, wenn wir die Nanny da vernünftig eingerichtet haben. Ach, Wandern sollten wir deaktivieren. Vergesse ich andauernd. Und stehen bleiben. Du bist der neue Coole. Und du auch, aber... Nein. Ich glaube, ihr kriegt euren eigenen Stall oben. Ey, das war cool. Nennt man sowas vom Skaten Grind? So, der wächst jetzt auf und wird glücklich und zufrieden, bis er stirbt. Hey, sehr cool. Ich habe mir überlegt, wir werden nochmal mit einem Flyer in unseren Aberration Zone reingehen, damit wir einen besseren Überblick mal bekommen. Vielleicht finden wir dann die rote Zone, um unsere wichtigen Materialien zu kriegen, die blauen und grünen Kristalle, damit wir auch unsere Schutzanzug und so weiter bauen können und auch die Gasextraktoren, die wir dafür benötigen. Deswegen werde ich mal hier eine Runde mit euch drehen. Machen wir unseren beliebten Scanner hier an. Vielleicht können wir auch in Rollrats hier unsere Kristalle kriegen. Reichlich oder genug, hoffentlich. Aber von hier oben sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Viel zu sehen. Wenn es irgendwas Interessantes gibt, melde ich mich zurück. Wenn man hier sieht, gibt es so einen inneren Ring, so wie es aussieht. So, außenrum ganz normaler Wald. Hier gibt es sogar, glaube ich, diese Redwood-Bäume, wo man diese Plattformen auch drauf bauen kann. Ich glaube, hier sind wir auch komplett einmal rum gewesen mit unseren Mini-Dinos. Und hier ist dieser Trench, diese Einbuchtung, wo wir auch drinnen waren, aber nicht den Weg wirklich rausgefunden haben. Oben kommt irgendwie Licht rein, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Fliegen mal hier, ja. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Letztes Mal waren wir ziemlich weit oben in der Ecke. Fliegen auch mal in die Richtung. Nehmen den Drop hier auch eben schnell mit. Kann hier genug Drops einsammeln. Oh, ein paar schöne Ghillie-Sachen. Ich überlege langsam, Klamotten zu wechseln. Wir haben so viele gute Ghillie-Sachen. Und selber, glaube ich, nur eine gute Ghillie-Hose. Ach, Flak-Hose, Entschuldigung. Ja, da ist auch der Eingang da oben. Was heißt Eingang? Das ist dieses Portal. Da gibt es Gas.
Da ist das rote Portal. Fliegen wir einfach mal weiter rum. 140er. Ich glaube, den holen wir uns. Der hat zwar nicht so wirklich gute Stats im Tragen, kann er. Hat einige Sachen, die gut sind, aber sonst. Damage war der nicht gerade. Sehr schön. Fliegen wir mal weiter außen rum. Da scheint es auch irgend so einen Weg nach draußen zu geben, möglicherweise. Keine hohen Dinos. Spinos, Dinos. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Ah, wir fliegen jetzt schon wieder was zurück. Entweder wir haben den Eingang zu der Zone verpasst oder wir haben den noch nicht gefunden. Und da oben ist ein Rex in der Wand. Ach, guck. Da sieht's aus, als wäre die schöne Zone des Grauens. Wir jetzt hier hinfliegen. Jo. Tut schon ein bisschen weh. Ah, mit dem medizinischen Gebräu kommt, funktioniert das einigermaßen. Ich möchte eigentlich mit meinem Enki da runter, wenn ich Kristalle finde. Nur ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir dann gleich alles verlieren. So, wir parken den mal hier außen. Aber mit der Enki ist nicht schnell genug. Wir müssten eigentlich sofort rausfinden, wo die Kristalle da unten sind, aber die Sicht ist so fast verschwommen. Ist irgendwo Kristalle gleich direkt am Eingang? Hier sind Kristalle. Hier. Das ist gut. Gesundheit. Das ist eine Heilung. Krankheit fügt kontinuierlich Schaden zu, der zum Tod führen. Das ist ja gar nicht gut. Ich glaube, den porte ich nach Hause und dann mache ich dann Risiko-Aktion jetzt eben. Komm, geh du nach Hause. Wir holen unseren Ankylo hierher, genau. Unser. Ach, der ist noch nicht mal unser Gezähmter. Ach, mit dem waren wir schon hier unten. Moment, wir wollen noch einen anderen holen. Ich hole eben den anderen Ankylo und dann kommen wir wieder zurück. So, da sind wir wieder. Wir werden hier eben einen Teleporter hinsetzen. Red Zone. Red Zone. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hierbei. So langsam wie der hier läuft, werden wir definitiv drauf gehen. Wenigstens ein bisschen heilen. Sollte es auch immer wieder tun. Boah, ist das ein langer Weg. Das ist nichts. Das war Metall. Das bringt mir gar nichts. Ankylo geht's noch gut, das ist ganz schön spannend. Hab ich da jetzt gekriegt? Hier ist auch nichts. Verdammt. Das sah aus wie Kristalle.
Hier vorne irgendwas. Ich sehe nichts. Da sollten wir nicht runterfallen. Wir werden auch noch angegriffen. Und die Pferde. Nee, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Der Super-GAU. Wir müssen unseren Enki sofort hier importen. Lauf! Ich muss aber erst meine Sachen wieder hinkriegen. Retrieve Corps. 8. Ankylo. Ankylo. Ist der schon tot? Nein, warum kommt der nicht? Wir müssen wieder da rein. Wir müssen den Ankylo rausholen. Wo ist mein Drache? Da kann ich weit weg vom Drop sein. Oh nein. Und hier ist es verdammt duster. Ich möchte zu meinem Ankylo hin. Gib mir den wieder. Dann nicht. Falsche Knopf. Oh, nervös. Red Zone. Los, los, los. Hier unten scheint man keine Strahlung abzukriegen, jetzt gerade. Ah, jetzt kommt. Gibt es irgendwo Kristall hier? Ich finde hier absolut gar keinen Kristall. Kann auch nicht wahr sein. Wir porten uns erstmal hier raus und dann holen uns. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir einen neuen Versuch wagen. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Unterhaltung geboten. Ich werde gleich wieder sterben, wenn ich nicht gleich was trinke hier. So. Vergesst nicht eben den Like-Button zu drücken und noch schnell eben zu abonnieren, um die nächste Folge, die scheinbar sehr spannend sein wird, um diese blöden Kristalle zu bekommen, zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.